Ohne Stadtbahn oder Straßenbahnverbindung zu den Nachbarstädten ist Dortmund. Hier fährt seit April 2008 nur noch die Stadtbahn. 6 Linien werden ausschließlich von Hochflurwagen der Bauart B80C befahren. An der Station Westerfilde macht sich ein Zug der U47 nach Aplabeck auf den Weg. Seit 1983 ist die erste Tunnelstrecke in Betrieb gegangen. Heute verlaufen 20,5 Kilometer mit 27 unterirdischen Stationen im Tunnel. Die Stammstrecke 1 führt über den Dortmunder Hauptbahnhof. Hier halten die Züge der U41, 45, 47 und 49. Die U49 fährt zwischen Hafen und Hachenay. Außerhalb der Tunnelstrecken halten die Bahnen an Hochbahnsteigen auf eigenen Trassen. Die U42 befährt die Stammstrecke 2. Halt an der Station Glückaufstraße. Auch in den Außenbezirken bleibt es bei Hochbahnsteigen. An der Endstelle der U41 ist der nächste Zug auf dem Weg. Nur die Linien U44 und U43 fahren quasi noch als Straßenbahn. Im Einsatz sind NGT8 von Bombardier. Die Fahrzeuge vom Typ Flexity sind seit 2007 in Dortmund auf den Gleisen. Die Haltestelle Wittener Straße, eine typische Station für die Mittelflurfahrzeuge. Vor der Innenstadt taucht die Stammstrecke 3 in den Untergrund ab.